Moin Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Gameflow. Und heute spielen wir eine Runde hier auf Fringe Team Deathmatch mit der M8A7 Reflex Sight, lange Lauf und Schaft. Und sliden wir mal hier längs. Oh, der ist auch schon der erste. Oh, kassieren Headshot, Biatch. Okay, sammeln wir erstmal seine KM44 auf. Okay, und oh mein Gott. Was macht der denn, Alter? Was für eine Camper-Bitch. Okay, Leute. Schauen wir mal, was wir hier anrichten können. Als Tweaks haben wir auf jeden Fall den Geist am Start, den Hater. Ein Burst Toad. Und halt auch die Raps. Und ich bin echt gespannt, ob wir die erreichen können. Weil Team Deathmatch ist es ja generell schwieriger, die ganzen Score-Streaks zu erreichen. Weil wir können ja nicht wie ein Herrscher einfach irgendwelche Flaggen einnehmen. Und da bekommen wir gleich 200 Punkte für oder so ein Kram. Okay. Oh. Der hat mich nicht gesehen. Was ist los mit dem, Alter? Was ist sein Problem? Alter, was habe ich für ein Aim, ey? Visca Barca? 100 Prezi? Hallo? I'm the best one, oh yeah. Okay, Leute. Oh, what? What the fuck? Komm schon. Oh, da sind ja zwei? Nee. Doch, okay. Okay, alles klar, den einen haben wir. Und der andere Motherfucker. Okay, das war wieder ein anderer. Da ist noch einer. Jetzt haben wir erstmal unsere Connected-Rüstung. Mal schauen, ob wir da... Hä? Wo ist der denn hin? Ist der vielleicht hinter uns in den Raum gelaufen? Mama. Okay, auf jeden Fall ist da... Oh, nee, der ist unten. Alles klar. Nice. Jetzt wollen wir noch... Oh, da ist er jetzt. Alles klar. One kill noch. Gnadenlos haben wir. Okay, da ist einer. Komm schon. Jawohl. Okay, das ist der Geist, okay. Die KN44 haben wir jetzt noch am Start. Wir brauchen noch ein Kill. Okay, schauen wir mal. Komm schon. Jawohl, okay, der Hater ist auch mit am Start. Sehr nice. So muss das laufen, Leute. So muss das laufen. Und wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist jetzt auf meinem Kanal momentan nicht so viel die Action am Start. Das liegt daran, dass ich jetzt einfach meine Abschlussprüfungen alle vor mir habe, jetzt als Mediengestalter Bild und Ton. Da geht es, glaube ich, jetzt am 10. und 11. Mai los für mich, also mit den schriftlichen Prüfungen. Und im Juni und Juli habe ich dann noch meine praktische und da muss ich auch noch mal meinen Kurzfilm drehen. Also momentan echt mega viel am Start. Und die haben auch übrigens schon skrupellos, oh mein Gott! Wir sind die Besten, ey! Die haben, oh no way! Oh, scheiße. 17-0 standen wir gerade, jetzt haben wir den ersten Tod kassiert. Komm schon. Ja, oh, wow. Okay, das war gar nicht so geil. Finale Rüstung, aber ich glaube, mein Teamkollege hatte hier schon alle weggo. Oh, da ist noch einer. Oh, Alter! Schon wieder Free Bursts. Die M8 ist manchmal mega geil, aber manchmal auch sehr, sehr tricky zu handeln auf jeden Fall. Die Raps machen hier ordentlich Chaos. Sehr geil. Die wurden im letzten Update schneller gemacht. Und es kommen sogar noch mehr Bälle runter aus diesem Schiff. Also echt mega nice. Oh, geil. Kleiner Tipp an euch, Leute. Immer versuchen, oben zu laufen, weil die meisten Leute schauen einfach nicht nach oben. Die denken einfach immer noch so ein bisschen zweidimensional, also auf einer Ebene. Und schauen nicht überall hin und her. Und das ist halt nicht mehr ganz geil, wenn man halt in den ganzen Wänden läuft. Wir sind echt gut, das... Nee, das ist, glaube ich, keine... Nee. Okay. Alles klar, im Spawn schön dann weggeholt. Und ich glaube, wir sind doch... Hier im Gegner-Spawn. Ja, auf jeden Fall. Nice. Okay. Ein Assist, der eine. Oh Gott, was macht der? Der hat mich nicht gesehen. Ey, was geht ab? Oh, wir haben gleich keine Munition mehr mit unserer Baby. Na, wir haben mit die KN. Auch ein Gold. Nice. Okay. Da ist einer rein. Ja, komm. Versuchen wir mal, den zu holen, ey. Das. Wo ist der? Okay. Da sind zwei vor uns jetzt. Vielleicht können wir ja beide wegpicken. Okay, die sind jetzt nach oben gelaufen. Okay, der eine ist da. No way. Wir sind den ganzen Weg gelaufen, um keinen einzigen Kill zu bekommen. 30-1 haben wir jetzt. Okay, knette Rüstung ist am Start. Gnadenlos haben wir wieder. Dann laufen wir hier durch die Pampa. Weil mit der Kinetic Rüstung fühle ich mich eigentlich ganz safe gerade. Rüstung ausgefallen. Oh, okay. Hat er uns nicht gesehen. Okay, nice. Geist wieder am Start. So muss das laufen. Wir machen hier völlig fertig. 32-1.
Läuft bei uns, Leute, läuft. Das sind von unserem Teamkollegen die Raps. Aber wir sind auch so kurz vor Raps jetzt. Fuck, da holt uns jetzt wahrscheinlich zu viele Kills weg. Okay, Hater. Weil ansonsten könnte es, glaube ich, noch eine 50-Bombe. Oh! Nein, okay. Das wären unsere Raps jetzt gewesen, ey. Scheiße, Mann. Nein, eine Granate! No way! No way! Wo kam die denn jetzt her, Alter? Scheiße, 13 Kills noch. Bis zum Sieg und wir haben die Raps auf jeden Fall auch am Start. Okay, holen wir den. Okay. Der wurde weggeholt von Teamkollegen. Aber egal. Der Spawn wurde wieder geflippt. Wie das so oft ist hier in Team Deathmatch. Okay, der hat uns. Wird er gekillt von den Raps? Oh, dude. Die werden alle weggeholt, ey. Scheiße. Das wird jetzt schwierig. Oh, nein. Was? Wir werden nur von Granaten gekillt. Nur von Granaten. Junge. Was ist los? 2 Kills noch. Ja. Okay, ein Kill noch. Sehr geil. 37 zu 3 hier im Team Deathmatch auf Fringe. Wir haben zweimal die Raps erreicht. Das letzte Mal konnten wir sie ja nicht so richtig einsetzen. Aber ich denke mal, ganz frisches Gameplay. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt hier, Black Ops 3. Und ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen hier, das Live-Commentary. Wie gesagt, ich bin jetzt ziemlich im Lernstress. Aber ich wollte mich einfach mal wieder melden bei euch. Und dann sage ich mal, Peace out, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.